Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Christian. Und heute wollen wir uns die anstehende Woche an den US-Märkten anschauen. Das kann wieder sehr, sehr spannend werden. Vor allen Dingen die nächsten 2 Wochen sind in den USA so die viele, viele Börsenhändler im Urlaub. Deswegen kann es sehr, sehr volatil nach oben und nach unten werden. Und wir haben auch noch einige Ereignisse, die damit ganz entscheidend werden können. Und legen wir hier auch gleich mal los. Und schauen als erstes wieder auf die Termine in dieser Woche. Was wird wichtig? Wir haben jetzt vor allen Dingen am Mittwoch nochmal die Einkaufsmanager-Indizes in den USA, ja, 5:45 Uhr am Mittwochnachmittag. Dann haben wir am Donnerstag nochmal die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, also nochmal Arbeitsmarktdaten. Und natürlich ganz, ganz, ganz wichtig wird am Freitag, es ist ja in Jackson Hole dann diese Woche ein Treffen. Und da wird dann am Freitag Jerome Powell, also FED-Vorsitzende, sprechen und nachmittags um 16 Uhr. Und das wird natürlich auch wieder spannend für die Märkte werden. Was sagt er da zu den Märkten? Ja, äußert er sich mehr hawkisch, mehr dovish und also mehr falkenhaft, mehr taubenhaft? Und da werden dann natürlich die Märkte ganz genau drauf hören, was hier für Äußerungen ja, gemacht werden. Und ja, das wäre für diese Woche so die wichtigsten Daten mit im Überblick. Wir haben noch ganz wichtigen Earnings-Termin, da gehen wir nachher noch gleich drauf ein. Ja. Ansonsten, wer am Wochenende noch nichts vorhat, diese Woche ist es soweit. Ja. Wir haben am 26. und 27. August auch die Online-Finance Mastery. Ja. Also wer da mit dabei sein kann, jeweils immer von 10 bis 14 Uhr, ist ein Live-Seminar. Dann meldet euch gerne dafür an. Den Link findet ihr wieder bei mir unten auch in der Videobeschreibung. Und wichtig nochmal auch hier der Hinweis, die Tickets dafür gibt es auch kostenfrei. Ja, wir haben hier ein Gratis-Ticket, also das kann mit gebucht werden. Und deswegen tu was für dein Wissen, ja, und das Ganze auch noch kostenfrei. Gut, dann aber FedWatch-Tool. Hier hat sich bisher erstmal nicht viel weiter getan. Immer noch die Mehrheit jetzt der Marktteilnehmer geht davon aus, dass die Fed erstmal die Zinsen beibehalten wird. Allerdings gibt es halt knapp 12% der Teilnehmer, die auch denken, dass die Fed beim nächsten Termin dann halt im September auch nochmal die Zinsen anheben könnte. Das wird halt sehr spannend zu sehen. Und ja. Viele gehen ja mittlerweile davon aus, dass die Fed auch die Zinsen längere Zeit nun beibehalten wird. Also vielleicht gibt es keine Anhebung mehr, aber es wird halt doch länger dauern, bevor die Zinsen dann mal gesenkt werden. Und ja, das ist natürlich für die Märkte vielleicht auch nicht ganz so positiv. Gut, schauen wir uns nochmal die Umfrage an unter den Marktteilnehmern oder den ja, Privatinvestoren. Wie ist da die Stimmungslage? Und da sehen wir jetzt, das hat deutlich nachgelassen, was den bullischen Anteil angeht. Ja, also wir waren jetzt noch vor 2 Wochen bei knapp 50% der Marktteilnehmer, die bullisch für den Markt waren. Und mittlerweile sind wir halt bei knapp 36%. Also es ist deutlich zurückgegangen. Das heißt, auch hier, wenn wir das jetzt vergleichen, wir waren dann vor 2 Wochen bei 21%, die bärisch gestimmt waren. Das ist nun mittlerweile hochgegangen auf 30%. Also die Stimmungslage kippt hier wieder etwas in Richtung der Bären. Allerdings sind aktuell auch 34% noch neutral. Und das sehen wir auch, wenn wir uns den Fear and Greed Index, ja, den Angst- und Gier-Index anschauen. Auch hier sind wir halt eher im Bereich von neutral. Wir waren ja hier noch vor einigen Wochen in der extremen Gier gewesen. Jetzt kippt das Ganze. Ja, und spätestens dann, wenn wir halt in den Bereich der Angst bzw. der extremen Angst, ja, der Extreme Fear fallen sollten, soll man wieder auch schauen, ob sich Möglichkeiten bieten, wieder in den Markt mit einzusteigen. Ja. Wir sind ja weit gelaufen, hatten jetzt halt diese kurze Korrektur und schauen mal an, auch wie es an den Märkten bald weitergehen könnte. Ja. Ansonsten haben wir halt diese Woche auch noch ein paar Earnings, auch wenn die Earnings-Saison jetzt so langsam sich dem Ende neigt, stehen noch einige Termine an. Und ganz, ganz wichtig wird hier am Mittwoch nachbörslich, ja, After Close, der Termin von Nvidia werden. Wie sind hier die Aussichten? Ja, also das wird spannend. Darauf gucken die Märkte. Schafft es Nvidia nochmal so einen Kurssprung, so eine Überraschung wie bei den letzten Earnings zu zaubern? Ja, also wird es ähnlich wie bei PayPal, die bei den vorletzten Earnings ja einen starken Einbruch hatten und dann diesen Einbruch bei den letzten Earnings auch nochmal wiederholt haben. Wird das jetzt bei Nvidia ähnlich, ja, die bei den letzten Earnings natürlich da um fast 30% einen Kursanstieg hingelegt haben? Ob das jetzt wieder so eine Überraschung werden kann oder gibt es eine Ernüchterung? Ja? Werden die Aussichten vielleicht etwas negativer und dann kommt es auch zu größeren Gewinnmitnahmen und der Kurs gibt dann stark nach. Das werden wir dann halt am Mittwochabend bzw. dann erst Donnerstag erfahren, wie der Kurs genau reagiert. Und da werden natürlich auch viele, viele Marktteilnehmer drauf schauen und das wird ganz, ganz, ganz spannend werden. Okay, gucken wir jetzt noch zu den Märkten, ja, und fangen wieder an.
mit dem VIX, dem Volatilitätsindex, den haben wir uns ja öfters angeschaut, haben hier auch oft gesagt, ja, wir sehen hier ganz klar diese Seitwärtsrange. Wir hatten hier kurz einen Ausbruch, aber der Kurs ist wieder in diese Seitwärtsrange reingefallen. Hatten jetzt einen erneuten Ausbruch und jetzt ganz klassisch nach so einem Ausbruch nochmal diesen Retest, ja, der Ausbruchslinie. Das hat diesmal gehalten. Der Kurs könnte weiter ansteigen und hängt jetzt aktuell hier an dem EMA 200 auf Tagesbasis, ja, und sollte hierüber ein Ausbruch erfolgen. Indikatoren sehen auch noch etwas ansteigend aus. Dann wäre es natürlich auch möglich, dass der Kurs im Bereich um die 20 steigt. Das sehen wir hier. Hier war das letzte, die letzten Hochs mit gewesen. Und grundsätzlich haben wir es ja so, steigende Volatilität würde dann auch für fallende Märkte eher sprechen. Wir kommen jetzt auch in so eine Zeit herein, August, September, Oktober, wo es an den Märkten auch etwas volatiler zugeht. Und deswegen könnte es auch hier passieren, halt, wenn der VIX ausbricht, dass halt die Volatilität weiter ansteigt und dass dann die Märkte vielleicht sogar nochmal etwas mehr nachgeben. Ja. Wenn wir da mal zum DAX schauen. So, kleinen Moment. Da haben wir den DAX, den hat man ja auch schon öfters besprochen. Wir hatten uns hier angeschaut, einmal diese untere Support, diesen Supportbereich, diese Supportzone, ja, und oben diese, diesen Widerstandsbereich, hatten dann hier einmal diesen ersten Fehlausbruch gehabt, ja, sind dann wieder unten rangelaufen, hatten dann hier diesen Fehlausbruch, diese Bärenfalle gehabt, wo es dann einen schnellen Konter gab, der DAX dann deutlich angestiegen ist, hier nach oben ausgebrochen ist und hier dann aber wieder eine Bullenfalle hatte, ja, wo er dann wieder schnell nach unten gelaufen ist. Und jetzt aktuell sind wir wieder unter diese Zone gefallen, aber wenn wir uns das mal anschauen, ja, ich habe hier so eine aufsteigende Linie und hier so eine absteigende Linie, also so ein sich öffnendes Dreieck. Ja, und dann passt das ziemlich mit diesen Anlaufpunkten. Ja, wir sind hier oben angelaufen, unten angelaufen, oben angelaufen, unten angelaufen, wieder oben angelaufen, jetzt aktuell wieder unten angelaufen. Ist nun halt die Frage, kommt jetzt hier die Gegenbewegung? Wir haben jetzt hier erstmal einen Hammer ausgebildet am Freitag, der aktuell, so wie es derzeit der Stand ist, auch bestätigt wird. Das könnte natürlich wieder dafür sprechen, wenn wir hier diese Zone wieder überschreiten sollten, dass es auch wieder möglich wäre, dass wir nochmal diesen Bereich hier oben anlaufen. Ja. Und eventuell läuft der Markt jetzt halt auch hier noch etwas seitwärts weiter. Das wird halt ganz spannend zu sehen, wie dann halt ja, der Markt reagiert. Wir hatten ja schon gesagt, die Termine diese Woche werden spannend sein. Und hier wird es auch halt weiter spannend. Schafft es der DAX hier wieder drüber? Oder kommt hier der Abpraller? Wir laufen nochmal an diese Zone ran und fallen dann vielleicht doch nochmal hier in den Bereich um die 15.350, 15.450. Ja? Und sollte es da dann tiefer gehen, das haben wir uns schon mal angeschaut, wäre halt dieser Bereich um 15.200 bis 15.100 halt auch interessant, dass der Kurs dahin erstmal laufen könnte. Und wenn das hier natürlich diese Zone dann brechen sollte, diese 15.100, wie gesagt, nicht auf den Punkt genau, das ist immer ein Bereich, ja, dann könnte es natürlich auch deutlich nochmal weitere Kurse im Bereich der 14.800 geben. Ja, oder noch tiefer. Okay, gut. Dann haben wir noch den S&P. Ja, den gucken wir uns erstmal nochmal auf Wochenbasis an. Ja, wenn wir schauen, wir hatten hier damals dieses Hoch ausgebildet, was auch jetzt aktuell hier halt als Widerstand gegolten hat. Der Kurs hatte hier einen wunderbaren, schöne Aufwärtsbewegung, hatte hier auch einen Aufwärtstrend. Ja, wenn wir das hier einzeichnen. Ja, wir hatten hier wirklich einen wunderschönen Aufwärtstrend, den wir jetzt halt hier gebrochen haben. Und aktuell ist jetzt auch der Kurs, wenn man sich das mal das genauer angucken, ja, wir hatten das hier seit März, war der Kurs immer über dem EMA 10. Was jetzt die Woche angeht, ja, immer drüber geschlossen, war hier deutliche Unterstützung. Und jetzt aktuell hat man mit der letzten Wochenkerze zum ersten Mal einen Kurs unter dem EMA 10, lief der Kurs genau bis zum EMA 20. Und ihr seht das auch hier wieder, wie interessant solche Marken sein können. Wir hatten hier dieses alte Hoch, ja, hier diesen Punkt gehabt, auf Wochenbasis. Diese Zone war auch hier eine tolle Unterstützung gewesen. Und jetzt lief am Freitag der Kurs, beziehungsweise letzte Woche der Kurs fast wieder genau bis auf diese Zone heran. Und nun wird es interessant werden, ob halt der Kurs in dieser Woche wieder über diesen EMA 10 sich zurückkämpfen kann oder ob er dann halt hier unter diese Unterstützung aus EMA 20 und aus dieser horizontalen Unterstützungszone drunter fällt und dann vielleicht auch hier in den nächsten Bereich um die 4200. Ja, das wäre diese Zone, die wir hier auch hatten, was hier damals stark umkämpft gewesen war. Das seht ihr auch hier auf Wochenbasis. Ja, hier Widerstand, Widerstand, hier Widerstand, kam nicht durch, kam nicht durch, kam nicht durch. Und danach im Durchbruch wurde es nochmal als Unterstützung getestet und dann ging es aufwärts. Das heißt, sollte diese Zone hier um die 4.300 circa brechen nachhaltig, dann könnte man halt auch in diesem Bereich um die 4.200 bis 4.180 zurückfallen. Da läuft auch gerade der EMA 50. Also das wird ganz, ganz spannend werden. Und
Wenn wir hier auch nochmal auf den Tag schauen, haben wir halt auch hier jetzt, wenn wir wieder gucken, den EMA 50 gehabt. Das ist jetzt auf Tagesbasis ähnliches Spiel, war hier Unterstützung, Unterstützung. Ja. Der Kurs prallt dann davon ab, wo jetzt aktuell viele halt in der letzten Woche unter diese kleinen Durchschnitte aus EMA 10, EMA 20 und auch aus dem unter den 50er, gibt es jetzt aktuell so einen kleinen Pullback-Versuch. Ja. Wir sind hier an den 100er rangelaufen, haben auch hier wieder diese horizontale Unterstützung jetzt mit da. Und hier wird es ja, wie gesagt, jetzt spannend, ob der Kurs hier hält. Oder dann auch hier auf Tagesbasis haben wir dann den EMA 200, der auch in dem Bereich 4200 liegt. Also hier kommt dann nochmal einige Unterstützung zusammen. Von den Indikatoren her, ja, sieht es auf Tagesbasis schon etwas ansteigend aus. Die langsame Stochastik ist noch am Fallen. Also wie gesagt, diese Woche wird sehr, sehr spannend werden, auch wenn wir auf den Nasdaq schauen. Da hat man ja langfristig gesehen, auf Tagesbasis, diesen Aufwärtstrend, ja, als Kanal schön zeichnen können, wo unten abgeprallt ist, immer wieder diese Anlaufpunkte oben angestoßen ist, immer wieder abgeprallt. Und jetzt ist halt auch hier die erste Gegenbewegung da. Auch hier der Nasdaq auf Tagesbasis unter seinen kleinen Durchschnitten EMA 10, EMA 20 und EMA 50. Ja. Als nächstes haben wir dann halt hier den EMA 100 im Bereich um die 14.400. Und da wird es nun spannend werden. Ja. Fällt der Kurs nochmal hier hin? Oder nochmal an den unteren Trendkanal und kann sich dann nochmal berappeln. Oder könnte es sogar passieren, dass der Kurs auch aus diesem Trendkanal herausfällt und vielleicht dann noch sogar etwas tiefer geht. Ja, von den Indikatoren her sieht es ja auch eher ansteigend aus. Und ja, das soll man mit beobachten. Nach oben, wenn er halt diese Zone hier überwinden kann und über die 15.000 nochmal schließt, über die 15.100, dann wäre es natürlich auch möglich, dass er wieder diesen Bereich 15.200, 15.300 anläuft. So, ihr Lieben, das mal ein kleiner Wochenausblick. Ja, also wie gesagt, Termine vor allen Dingen Mittwoch mit Nvidia und Freitag mit der Rede von Jerome Powell bei Jackson Hole. Wird spannend werden. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie seht ihr diese Woche? Ja, wie habt ihr euch positioniert? Und gerne liken, kommentieren, abonnieren. Das hilft wieder weiter. Ich freue mich immer, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr was kommentiert. Ja, und wenn ihr mir auch Feedback gebt. Das ist immer wunderbar. Dann, ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Christian.